Also wir arbeiten ja etwa 20 Jahre zusammen. Und das war für mich so ganz speziell mit Cembalo die Begegnung. Vorher war Cembalo für mich nicht wirklich so ein interessantes Instrument. Und trotz klassischem Studium war dann plötzlich der Aspekt, jetzt auch wieder alte Musik zu spielen. Und du bist ja auch Expertin in alter Musik und ich konnte auch sehr viel lernen. Also, und diesen hochverehrten Meister Bach dann vor allem auch pflegen zu dürfen, war nebst meinen Stücken und Improvisationen und Kompositionen eine unglaubliche Bereicherung. Und das haben wir eigentlich von Anfang an kombiniert, alte Musik und unsere eigenen Klänge. Ja, wir haben so 1999 zusammen angefangen zu spielen. Und für mich war das sehr neu, mich auf das Feld herzuwagen von Improvisation. Und wie er sagt, er hat viel gelernt von alter Musik. Ich habe gewagt, mich in das Terrain zu begeben von Improvisation, wo nicht harmoniegebunden ist, wie ich das gewohnt bin von Generalbass, von der Generalbasspraxis aus der alten Musik. Und am Anfang hat es sehr viel Mut gebraucht für mich, überhaupt auf das Terrain mich zu begeben. Und das Vertrauen ist gewachsen und wir haben eigentlich von Anfang an so ein Programm gemacht, wo alte Musik, sogenannte alte Musik, sehr oft eben Johann Sebastian Bach zu kombinieren mit Improvisation oder mit Stück von Paul, wo wir adaptiert haben auf Cembalo, mit Cembalo. Oder neue Stück. Oder neues Stück. Und Und du hast ja dann auch sehr viel spannende Entdeckungen gemacht mit dem Cembalo, wie es noch anders kann ja. gespielt werden. Also Klänge, gerade so die offene Saite, Bassseite zupft oder die Windharfe-Klänge auf der stumpe Seite von. Ja, also ich hätte ja früher mir auch gar nie gewagt, irgendwie in die Saite hineinzugreifen. Also das war eigentlich verboten gewesen von daheim aus, dass man in die Saite greift. Hat mir auch sehr viel Überwindung gebraucht am Anfang zuerst, dass ich überhaupt mich da anders an das Cembalo hergewagt habe. Habe aber auch sehr viele spannende Registerkombinationen nachher gefunden, auch noch im Zusammenhang mit einem Werk von Isang Yun, das ich dann ausführlich studiert habe, wo mir sehr auch Impulse hat gegeben, noch zu suchen. Und Toward Silence ist eigentlich so eine Momentaufnahme gewesen aus damals unserer 7-8-jährigen Zusammenarbeit, wo wir schon sehr viel so Programme haben gemacht haben, unterschiedlichster Art, also mit unterschiedlicher Musik, unterschiedliche Sonaten und von Bach. Und dort war einfach mal so, jetzt gibt es mal eine Momentaufnahme auf die CD von dem. Und eigentlich sind wir heute immer am Suchen von Verbindungsmöglichkeiten von alter und neuer Musik. Also es gibt Und vor der Stille. von der Stille. Towards Silence, Ja. der Stille entgegen. Wir wollten ja ursprünglich den Titel von der CD, den Titel nennen, From Silence to Silence, von Stille zu Stille. Also dass eigentlich die Stille das Zentrale wäre und dazwischen ist ein Weg mit Klang. Und Manfred hat sich dann durchgesetzt mit Toward Silence. Er wollte irgendwie nicht von Stille zu Stille oder From Silence to Silence. Und so heißt aber dann das erste Stück. Und ich erinnere mich gut, in St. Gerold bei den Aufnahmen, da war der Manfred noch dabei beim ersten Morgen von den Aufnahmen. Und dieses erste Stück, From Silence to Silence,
ich erinnere mich gut die Energie, wie wir wussten, der sitzt da oben im Regieraum in der Abtei. Und ich glaube, wir fanden das beide sehr, sehr fordernd und inspirierend auch. Also ich denke, mit der Fähigkeit, die Manfred hat, so konzentriert den Klang zu erhören, war auch die große Herausforderung, ebenso hörend zu spielen. Also, und dann haben wir dieses Stück, was vor allem improvisiert ist, aufgenommen. Und dann kam noch Bach, Goldberg, was, vielleicht noch was. Und dann ist er wieder gegangen. Und dann war irgendwie auch der Druck weg. Aber die Intensität in den 2 Tagen oder was hatten wir, die ist geblieben. Also der musste gar nicht von, ich war auch froh, war der wieder weg. Der musste gar nicht die ganze Zeit da dabei sein. Aber die Initialzündung, die war sehr wichtig. Er hat auch sehr sorgfältig mit den Mikrofonen geholfen einzustellen, mit Peter Lenger zusammen. Ja. Aber gerade was die Stille betrifft, ist natürlich eine CD nicht wirklich das Medium, um die Qualität und die Dichte von Stille rüberzubringen. Also auf einer CD erlebt man vielleicht die Stille eher als Absenz von Klang oder von Musik. Und das ist ja live ganz anders. Mhm. Live braucht es einen anderen Mut zur Stille. Und die Stille kann live ja auch fast ohrenbetäubend sein. Ja, insofern ist das Programm, das wir dann auch in den Jahren darauf so genannt haben, From Silence to Silence, irgendwie auch, ja, kommt wahrscheinlich eher an dieses Konzept von Stille zu Stille als so eine flache CD. Mhm. In der alten Musik, dort ist sehr viel improvisiert worden. Und wird immer noch. Und das ist so das Gebiet, das ich nach wie vor sehr gerne spiele. Kammermusik mit diesen Freiheiten vom bezifferten Bass. Wir machen auch immer wieder Programme, wo das Wort genauso wichtig ist eigentlich wie die Musik, wo man probiert, auch mit unserer Musik, mit aber auch Bachmusik, mit komponierter Musik, das Wort nicht nur zu untermalen, sondern einfach einen Gegenpol zu setzen oder eine Unterstützung vom Wort mit der Improvisation oder eben gerade nicht. Und diese Sachen interessieren mich sehr. Also das reizt mich, das merke ich. Das reizt mich, dort zu arbeiten. Und das sind schon vor allem auch wir zwei, die dort sehr viel machen, aber immer wieder bin ich auch im Projekt mit anderen Leuten, die das auch zunehmend kommt. Wir Musiker sind ja im Grunde genommen Alchemisten. Wir sind auf der Suche nach dem Gold,
nach dem Vollkommenen, immer unterwegs, jeden Tag stundenlang diese gleichen Schmelzprozesse auf der Suche nach dem edlen Gold. Und unsere Schmelzprozesse, ob wir die mit Bach machen oder mit eigenen Klängen oder spontan aus dem Moment oder mit eigenen Kompositionen, spielt eigentlich gar nicht so eine Rolle. Also die Hingabe in diesen immerwährenden Prozess der Vervollkommnung, kann man sagen, den man möglicherweise nie erreicht. Ich werde den letzten vielleicht nicht vollbringen, aber versuchen will ich ihn. Ja, ich glaube, das ist das Wesentliche. Und die Verschiedenartigkeit der Stile, die sehr heterogen sein können, also von ganz experimentellen Klängen, wie auch auf dieser CD, bis Bach oder bis geräuschhaften Geschichten oder so, spielt insofern eine Rolle, als jeder Teil dadurch, dass es ins Verhältnis gesetzt wird zu anderen, eigentlich erst Perspektive bekommt. Und das ist ungeheuer spannend. Also wir spielen nie genau dasselbe Programm zweimal. Wir bauen das immer neu, auch wenn es ähnliche Stücke sind und immer die gleichen 6 Bach-Sonaten. Und ja, dieses in Relation setzen, das ist ungeheuer spannend. Und immer unterwegs zum Gold.